Und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich heiße Grisha und heute zocken wir Diplomacy is not an option. Man könnte sagen, es ist ein Sandbox-Indie-Stronghold. Das heißt, ihr habt halt hier verschiedene Sachen, die ihr hier machen könnt. Ihr habt einmal einen Herausforderungsmodus, wo ihr bestimmte Herausforderungen meistern sollt, beziehungsweise bestimmte Aufgaben erledigen sollt. Und es gibt auf jeder Karte sozusagen drei Sachen, die ihr erledigen könnt, beziehungsweise müsst. Ihr könnt auch einen Schwierigkeitsgrad auswählen, es gibt insgesamt drei. Dann habt ihr einmal den Sandbox-Modus, wo ihr so ein bisschen rumspielen könnt. Das heißt, da könnt ihr auswählen, wie viele Gegner spawnen, von wo sie spawnen. Und ihr könnt dann bestimmen, wann die Gegner letztendlich auch kommen. Das heißt, ihr könnt hier ein bisschen rumspielen und ausprobieren, was das Spiel alles zu bieten hat, welche Gegner es gibt, welche Gebäude es gibt und so weiter. Dann habt ihr einen Endlos-Modus, wo halt Gegner rein sozusagen, beziehungsweise Gegnerwellen immer mehr, also immer wieder kommen, ohne dass es aufhört. Und da geht es halt darum, so lange wie möglich zu überleben. Tutorial haben wir schon gespielt und wir spielen, beziehungsweise wir probieren hier mal die Kampagne zu spielen. Das heißt, das Spiel ist jetzt schon seit 2 Jahren draußen, aber in der Early Access. Und bisher haben sie halt sehr am Endlos-Modus und am Herausforderungsmodus gearbeitet. Das heißt, da gibt es 20 Karten und beim Endlos-Modus gibt es 11 Karten. Aber Kampagne, da arbeiten sie noch daran. Da gibt es bisher nur 2 Missionen und die gucken wir uns heute an. Beziehungsweise wir gucken uns erstmal eine an. Ihr habt hier auch eine kleine Story, sag ich mal, Einheit. Aber das ignorieren wir jetzt mal komplett. Wir machen mal den mittleren Schwierigkeitsgrad und starten mal direkt rein. Das Spiel nimmt sich halt sehr viel von Stronghold, aber es ist gleichzeitig auch ein Tower-Defense-Spiel. Das heißt, ihr müsst nicht nur gegen Gegnerwellen ankommen, sondern ihr müsst auch irgendwelche Lager von Gegnern, die halt in der Nähe sind, am besten zerstören. Denn wenn ihr diese Lager zerstört, sind die Wellen von den Gegnern, die dann im späteren Verlauf auftauchen, nicht so groß. Okay. Das Intro mit goldenen Rüschen. Wenn man als Burgherr nichts zu tun hat, fehlt man die Möwen und säuft. Immer brav weiter Möwen zählen. Ist Steuereintreiber rausgekommen. Sehr gut. Pöbel rebelliert und weigert sich zu zahlen. Okay. So, alle feindlichen Angriffe abwehren, sonst werden sich letztens. Also was?
Sonst werden sie sich in der letzten Angriffswelle anschließen, okay? Töte alle Rebellen im Tal, sonst werden sie sich in der letzten Angriffswelle anschließen. Genau das ist das, was ich meine. Diese Rebellen sind letztendlich solche Lager, die halt in der Nähe von der Burg irgendwo sind. Die muss man auch erstmal finden. Und wie gesagt, die tötet man am besten direkt nebenbei, während man seine Burg halt aufbaut. Sonst schließen die sich halt dem letzten Angriff an. Okay, ich habe schon am Anfang einen Katapult, sehe ich. Dann haben wir ein paar Bogenschützen, die können wir auch herstellen und so. Okay, als allererstes fängt man ganz normal wie bei Stronghold an, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, ich habe zwar das Tutorial gespielt, aber, und das sage ich jetzt nicht mit rechten Herzen, da wurde mir nicht mal gesagt, dass ich zum Beispiel den Kornspeicher bzw. das Lager bauen soll, was ich irgendwie komisch fand, denn soweit ich weiß, bei Stronghold ist ziemlich das Erste, was du machst, ist eigentlich den Kornspeicher, um das Lager zu bauen. So, na gut, und natürlich noch die Sägewerkhütten. So, ich würde sagen, Sägewerk packen wir, ja, hier. Obwohl, wir packen es einfach hier hin. Naja, nicht so geil. Machen wir hier eins. Dann machen wir hier noch ein weites daneben, würde ich sagen. Und wir bauen uns jetzt noch, was war hier noch? So eine Steinmine, die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir bräuchten natürlich Nahrung. Deswegen habe ich jetzt hier die Fischhütte erstmal gebaut. Und dann machen wir uns den Kornspeicher noch. Damit das Essen da rein platziert werden kann. So, machen wir das. Stürmt und falls wir nur 10 okay, was auch immer. So, das heißt, die Angriffe, sobald sie kommen, sehen wir auf der Karte. Das heißt, aus welcher Richtung die kommen, entweder aus Norden, Süden, Osten, Westen. Dann sehen wir hier, welcher Tag das ist. Dann haben wir hier ein Bevölkerungswachstum, das heißt, wie viele Bürger sozusagen in unserer Burg sind. Und dann haben wir halt diese Arbeiter, die frei sind, das heißt, die beschäftigen sich ja damit, was zu bauen. Das heißt, die zwei gehen jetzt hier hin und bauen schon mal den Kornspeicher voll. Um dann mehr Arbeiter und alles andere zu haben, kann man natürlich auch zum Beispiel Häuser bauen. Also letztendlich vom Anfangsprinzip her ist es wirklich sehr, sehr nach Stronghold. Bloß, dass man halt hier noch eine Fischerhütte hat. Man hat allgemein sehr, sehr viel mehr Gebäude. Und vor allem diese Gebäude haben dann auch, hat auch Stufen. Das heißt, sobald ihr das Rathaus verbessert, das kostet dann 150 Holz und 100 Stein müsste das sein, genau. Dann könnt ihr zum Beispiel auch eine Steinmine Stufe 2 bauen oder ein Sägewerk Stufe 2 und so weiter und so fort. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was ich jetzt, also gut, was heißt, was ich noch brauche. Ich mache jetzt erstmal auf jeden Fall mit Nahrung weiter. Das heißt, wir haben hier so eine Bärenpflückerhütte. So, da bauen wir hier die einfach. Würde ich sagen, bauen hier eine und hier eine. Fischerhütte haben wir schon eine. Ich weiß jetzt nicht, ob es sich lohnt. Ich würde sagen, doch. Ich würde sagen, wir bauen einfach mal noch eine, damit wir genug Essen haben. Essen haben wir hier, unser Nahrungsverbrauch auch ganz oben. Also allgemein die ganzen Rohstoffe haben wir hier oben. Und da steht halt da aktuelle Lagerung, morgen benötigte Lagerung und am Vortag produzierte Nahrung. Das heißt, da können wir das alles einsehen, was wir brauchen. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht, kann man die Bogenschützen? Ah ja, tatsächlich, die kann man auch, genau wie bei Stronghold, kann man auf die Burg stellen. Aber es gibt hier, glaube ich, keinen Burgherren, also den man direkt beschützen muss, wie das halt bei Stronghold der Fall war. Ich würde sagen, bevor ich überhaupt, was brauchen wir 80 Holz. Soll ich noch ein paar Holzhütten bauen, ist die Frage. Brauche auch irgendwann demnächst wieder Häuser. Das heißt, ich würde sagen, wir bauen uns jetzt gleich noch eine Holzhütte. Was ist eigentlich mit Steinmine? Ah ja, okay. Die können wir nur in der Nähe vom Stein platzieren. Ich weiß jetzt nicht, brauche ich da unbedingt jetzt eine? Nee. Ich würde sagen, wir bauen uns erstmal noch Holz. Aber das Ding ist, wir bauen uns hier noch zwei Holzhütten, würde ich sagen. Eins, zwei. Und dann brauchen wir eigentlich schon auch ein Haus. Das packen wir uns mal hier hin. So, damit wir mehr Arbeiter haben. So, ich bin da noch ein bisschen lost, was das betrifft, weil ich nicht genau weiß,
wann ich was bauen soll. Okay, also wir brauchen jetzt auf jeden Fall mehr Essen, ne? Morgen benötigte Nahrung, am Vortag produzierte Nahrung. Ne, das geht eigentlich, ne? So, das heißt, wir haben hier im Kornspeicher. Bärenpflücker haben wir jetzt genug. Wann fängt eigentlich die Angriffswelle an? Das würde mich auch interessieren. Okay, das sind die Missionsziele, das ist klar. Welle 1 wird... Achso, an Tag 4. Der Feind wird an diesem Tag angreifen. Okay. Ja gut. Das Ding ist, was sollte ich vorher halt noch bauen? Warum wird hier eigentlich nichts gelagert? Steinlagerung einschränken. Eisenlagerung einschränken. Holzlagerung einschränken. Lager 1, Lager 1. Ich dachte, da packt es dann alles hier hin und nicht in die Burg rein. Kornspeicher ist voll. Das kann aber nicht sein, der ist doch gar nicht voll. 23 von 50. Das hier ist voll. 100 Kapazität des Kornspeichers. Das verstehe ich irgendwie nicht. Das ist doch mein Kornspeicher. Hier steht 27 von 50. Und hier steht 100 von 100. Ja gut, dann egal. Dann bauen wir uns halt noch ein Haus. Macht ja nichts. Dann haben wir halt mehr Leute. So, aber das Ding ist, wie war denn das jetzt nochmal? Das ist der Arbeitsradius. Nee, das war das nicht. Achso, genau, wir bräuchten ja theoretisch ein... Bauherrenhaus kann ich jetzt gar nicht mehr bauen. Okay. Ja, egal. Wir bauen uns jetzt erstmal eine Kaserne. Würde ich sagen. So. Ja, jetzt ist der Kornspeicher voll. Okay. Soll ich jetzt einfach noch einen bauen am besten? Oder kann ich den einfach... Wie kann ich denen mehr Essen geben? Geht das denn überhaupt? Damit die sozusagen glücklicher sind. Also so ähnlich wie bei... Ah, okay. Hier. In 3 Minuten kommt jetzt schon die Welle. Das heißt, wir wissen ja auch von wo. Das heißt, wir könnten theoretisch das Ding schon mal hier hinstellen. Und das war, glaube ich... Angriff... Patrouillieren. Okay, dann machen wir das so. Warte, was? Wo kommt die denn bitte her? Ich dachte, von links oben kommen welche. Ah, das ist vielleicht das Lager. Ja, das kann natürlich durch... Das kann natürlich sein. Warum kriege ich die da jetzt nicht runter? Die Arbeiter? Das fand ich auch schon im Tutorial übelst komisch. Ich konnte die Arbeiter irgendwie... in diesem Turm sind. Ich konnte ihn nicht auswählen. Na gut. Wir können ja auch erstmal hier bleiben. Wir bauen jetzt erstmal ein paar Bogenschützen, würde ich sagen. So, und dann können wir so ein Bauherrenhaus noch hinbauen. Packen wir uns auch mal hier hin. Einmal 2 Stück. So. Aber die scheiß Bogenschützen da oben? Kann die nicht mal auswählen, ne? Ha. Kornspeicher ist voll. Ja gut. Wir bauen uns jetzt einfach nochmal mehr Häuser, würde ich sagen. Damit wir auch mehr Arbeiter haben. Und wir könnten theoretisch dann auch schon mit dem Steinlager anfangen, ne? Stopp. Hier ist es, ne? Achso, da brauchen wir Arbeit. Achso. Und hier müssen wir, wenn hier gezeigt wird sozusagen, dass die kein Holz mehr haben in der Nähe, müssen wir den Radius erhöhen. Das heißt, der Radius geht hier nur bis hier. Das heißt, hier würden die nicht mehr abbauen. Aber wenn ich hier ein paar Klicks mache, gehen die natürlich auch dahin und haben schon wieder Arbeit. Das ist auch eigentlich recht gut gelöst. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich sehe jetzt hier rechts ist ein Lager und hier ist auch ein Lager. Das heißt, wir kümmern uns erstmal um das Lager hier. So. Bogenschützen können ja den Kollegen schon mal angreifen. So. Dann kümmern wir uns mal um das Lager. Und in 30 Sekunden müssten ja jetzt hier...
Okay, wir stellen den Kollegen hier mal hin. Hä? Achso, hier müsste ich auch noch mal den Radius erhöhen. Aber ich kann in der Zeit hier noch das hier machen. Und das muss eigentlich auf X Auto reparieren. Muss man hier doch klicken, damit die hier automatisch das reparieren. Naja, killt erstmal den Kollegen. Geht doch. So. Jetzt kommen die von hier. Das heißt hier, das müsste Welle 2 wird an Tag 7 kommen. Hä? Wo war denn Welle 1? War das vorhin diese 2-3 Viecher? War das die erste Welle? Echt? Okay. So, wir könnten jetzt aber noch weiter bauen. Das heißt, ich würde sagen, wir bauen uns jetzt hier noch eine Steinmine. Werden wir später eh brauchen. Was haben wir denn jetzt eigentlich noch nicht gebaut? Holz haben wir eigentlich genug erstmal. Steinmine machen wir ja gerade. Wir können uns jetzt noch dieses Totengräberhaus, das heißt, wenn wir Leichen haben, würde für uns sozusagen die Leichen finden und sie dann auch auf dem Friedhof, den wir auch bauen müssen, dann begraben. Die kommen von oben. Oh mein Gott, ich dachte, die kommen doch von rechts. Oh, das ist ja richtig eklig. Bin mir nicht so sicher, ob das jetzt reicht. Ich hoffe mal. Ich wollte jetzt nicht am Anfang schon direkt verlieren, aber wir haben auf jeden Fall ein Gebäude von mir gekriegt. Uff, das wird ein bisschen knapp. Oder? Nee, das geht. Okay. Das war... So. Okay, wann kommt jetzt die nächste Welle? Welle 2 wird an Tag 7 kommen, aber es ist doch Tag 7. Okay, nicht gut. Was ist das? Achso, die brauchen noch eine Hütte. Na? Die brauchen eine Hütte. Bauherrenhaus brauchen die noch. So, dann wird das mal gebaut. Dann können wir ein... So, ich würde sagen, wir bauen uns noch ein paar... Wertkämpfer. Ja, das mit dem Kornspeicher habe ich echt so viel fressen. Das gibt's doch nicht. Ich habe da schon übelst viele Leute. Immer noch voll. Die brauchen anscheinend, ja. Achso, 49 von 45. Ich muss Dings bauen. Ich muss das hier bauen. Hier muss ich zwei Dinger hinbauen. So, das habe ich gar nicht gecheckt erst. Okay. Ich würde sagen, warum bleibe ich eigentlich stehen? Das macht ja absolut keinen Sinn. Dann nehme ich die hier rein und dann nehme ich das als 3. Dann würde ich sagen, wir suchen uns jetzt noch die restlichen Lager in der Zeit. Wo hier meine Hütten gebaut werden und sowas. Oh, was ist das? Oh, man kann auch Rohstoffe zusätzlich noch einsammeln. Also ich könnte theoretisch auch einen Markt bauen. Der ist... Wo war der Markt? Das ist die Frage. Ah, der ist hier. Ah, da brauche ich Stein. Achso. Ja, sehr gut. So. Das habe ich ganz vergessen. Ich habe ja bisher auch kaum Gameplay. Also ich habe gesehen, dass ein Kumpel das mal gestreamt hat. Aber bisher habe ich zum Spiel jetzt nicht viel Gameplay gesehen, deswegen habe ich jetzt komplett vergessen, dass man tatsächlich auch Rohstoffe zwischendurch sammelt. Aber ich weiß halt nicht, was ich mit dem ganzen Fressen anfangen soll. Ich meine, das Problem hatte ich, glaube ich, noch nie in Stronghold oder Co. gehabt, dass mein fucking Kornspeicher voll ist. Soll ich jetzt einfach einen zweiten bauen? Also ich meine, in Stronghold hat man das ja auch gemacht, also warum nicht? Theoretisch. Was war das? Ressourcenproduktion Werkstatt. Aha. Generell weiß ich eh nicht, was das ist. Was war das jetzt noch? Befestigung. Das ist auch Befestigung. So, hier ist noch ein Lager anscheinend. So, dann gehen wir mal dahin. Das ist auch ganz cool. Hier gibt es im Gegensatz zu den alten Stronghold-Teilen gibt es hier sehr, sehr coole Hotkeys.
Das heißt, wenn du ein Gebäude auswählst, drückst du einfach Steuerung C und dann wird einfach genau das gleiche Gebäude wieder ausgewählt. Und ja, natürlich gibt es Hotkeys in Stronghold, aber soweit ich weiß, nicht solche. So, was ist das? Oh, das ist dieses Edelstahl, ne? Oder wie das heißt, Seelenkristalle. Wir haben nämlich hier auch, das habe ich noch gar nicht erwähnt, wir haben hier auch Fähigkeiten. Das heißt, ihr habt Fähigkeiten, mit denen ihr zum Beispiel Einheiten beschwören könnt oder irgendeinen Strahl, also mit Magie, sage ich jetzt mal. Also das ist hier nicht nur Mittelalter, sondern auch Fantasie-Mittelalter, sage ich jetzt mal. Das heißt, ihr habt hier Meteor, Massenheilung von Einheiten, einen Strahl, der halt Schaden macht und einfach 5 Ritter, die ihr beschwört. Die sind dann aber halt nur für 2 Minuten da. Das heißt, die werden nicht ewig, ihr könnt die nicht ewig kontrollieren. Das ist nur um aus einer, sag ich mal, aus irgendeiner Situation, die ihr nicht ganz so gut gelöst habt oder vielleicht habt ihr zu wenig Einheiten gebaut, damit ihr aus bestimmten Situationen halt einfach rauskommen könnt. Aber dazu, wie gesagt, braucht ihr diese Seelenkristalle. Jedoch da wird für Magie gebraucht. Aber ich weiß ehrlich gesagt bisher noch nicht, wo man die kriegt, außer wenn man ja, die halt auf der Map findet. Also das habe ich bisher noch nicht rausgefunden. Vielleicht kann man die später auch irgendwo produzieren bzw. abbauen. Oh, das ist glaube ich jetzt nicht so gut, dass ich das Lager angegriffen habe. Also eigentlich kann ich... Ach so, okay, das hat funktioniert. Ja gut. Ich dachte, ich werde jetzt hier sterben. Aber anscheinend nicht. Also eigentlich müsste jetzt auch die Angriffswelle bald kommen. Was brauche ich denn? Das ist eine gute Frage. Ich bin immer bei... Oh mein Gott. Kommen jetzt auch, wenn man noch mehr raus. Warte mal, warum mache ich eigentlich das hier nicht? Ich bin ja komplett bescheuert. Ich sag die ganze Zeit, ich kann hier mit Seelenkristallen Leute beschwören und ich mache das einfach nicht. Das ist doch genau das, was ich jetzt brauche. Perfekt. So, die Attacke kommt jetzt auch schon in 3 Minuten. Das heißt, ich würde ehrlich gesagt hier... Was? They're attacking our buildings? Wo? Oh mein Gott. Fuck off. Hä, habe ich nicht schon Einheiten gebaut? Ach, da sind die. Hier. So, ich würde sagen, was haben wir jetzt? So. Dann holen wir die jetzt zurück. Und was brauchen die? Achso, die brauchen einen großen Radius. Oder einen größeren Radius. Hä? Was macht ihr denn? Achso. Ja, ich wollte schon sagen. Okay, passt. Und jetzt bauen wir uns nämlich am besten hier schon mal den Turm hin. Würde ich sagen. Nicht zu weit weg. Ich würde sagen, hier hin. Dann bauen wir uns auch gleich hier ein Tor hin, würde ich sagen. Hier irgendwo hin. Und dann können wir uns hier von links nach da. Achso, wir müssen nochmal klicken, um zu bestätigen. Dann würde ich sagen, wir bauen uns hier noch einen Turm hin. Und dann, weil Holz haben wir wirklich mehr als genug. So. Okay. So, dann wählen wir das hier aus. Dann können wir schon mal ein paar Bogenschützen nämlich. Naja, nicht alle. Ich würde sagen, die Bogenschützen machen wir auf den Turm. Und dann haben wir noch hier ein paar. Die können wir dann gleich auf den zweiten Turm drauf machen. Hier können wir auch das Tor zumachen. Und ich würde sagen, wir brauchen jetzt noch ein paar mehr Häuser. 1, 2 und wir bauen. Ich würde sagen, warte mal, wie viel Stein haben wir überhaupt? Wir haben 44. Okay, dann würde ich sagen, wir bauen noch hier noch eine Steinhütte und hier noch. Hä? Wieso geht das nicht? Wieso können wir nicht hier hinbauen? Hä?
Komisch. Haben wir jetzt nicht... Ach so, okay. Gut, wir können die allgemein nicht bauen, weil wir jetzt nicht genug Arbeiter haben. Kornspeicher... Beide sind voll? Wirklich? Yes, our people are under attack. Wer denn bitte? Was machst du denn da bitte, Kollege? Ach so. Okay, da baut hier Holz ab, der Kollege. Das können wir gerne machen. Wir können hier einfach noch ein Dings hinbauen. Noch ein Tor. Warte mal. Nee, hier hin. Und dann würde ich sagen, bauen wir hier das aber zu. So, das müsste jetzt eigentlich zu sein, oder? Oder ist hier... So, ich würde sagen, wir schließen die Tore. Ah, die sind ja zu. Und theoretisch machen wir hier genau das gleiche. Das heißt, wir machen uns hier einfach ein Tor. Reicht das überhaupt? Weiß ich nicht. Oh, scheiße. Oh, fuck. Das reicht nicht. Doch, doch, doch. Das muss reichen. So, wir können ja die Kollegen... Ich kann hier auch übrigens richtig krass rauszoomen, also wirklich sehr viel rauszoomen. So, und ich hoffe mal, die machen jetzt nicht... Hä? Wollt ihr mal angreifen, Kollegen? Die machen das jetzt hier nicht alles kaputt? Hallo? Ich hab doch alle genommen eigentlich. Ah, die zerstören doch einiges. They're attacking the walls. Ja, so sieht's aus. Ja, ich brauche auf jeden Fall mehr Bogenschützen. Dazu bräuchte ich aber... Den ich wovon... Freien Arbeiter. Bevölkerung pro Tag. Das habe ich auch im Tutorial nicht gerafft. Wovon sind die freien Arbeiter abhängig? Also bei Stronghold ist es ja so, dass wenn du das Haus baust, dass das ja die Einwohner sind, die zum Beispiel... die halt zu diesen ganzen Gebäuden gehören. Also hier, da, Anzahl der Arbeiter. Aber auch, das sind auch gleichzeitig, also alles andere. Das sind alles. Das sind hier, das sind die hier. Aber diese Bevölkerung hat mit den freien Arbeitern gar nichts zu tun. Das ist irgendwie, da bin ich jetzt gerade echt zu doof, um das zu verstehen, warum das jetzt hier irgendwie anders ist. Das können wir hier reparieren. So, das lassen wir mal. Die Kollegen lassen wir wieder rein. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt... Ah, okay, da ist eh schon noch ein Lager. Das wir noch erobern müssen. Aber das Problem ist, ich kann jetzt nicht mehr Einheiten bauen. Und ich raffe nicht, warum ich nicht mehr Arbeiter kriege. Wovon ist das abhängig? Anzahl der Arbeiter. Geringeres Arbeitsradius. Wovon ist das abhängig, ob ich Arbeiter habe? Scheint ja nicht. 5 Bürger leben hier, okay. Bauherrenhaus. Bauherren nicht aufs Arbeiten, auch wenn ihr Bauherrenhaus aufgerüstet wird. Achso, jetzt habe ich 13 gekriegt. Okay, das ist vom Tag abhängig, alles klar. So, dann würde ich sagen, wir beschwören die Kollegen einfach mal dazu. Dann greifen wir hier zusammen einfach mal an. Das hier ein bisschen komisch gebaut. Aber ist egal. Nicht schlimm, wir wollen ja eh nur die Lager hier zerstören. Und dann würde ich sagen, bauen wir den ganzen anderen Mist jetzt auch schon mal zu. So. Unsere Units sind in Kombat. Dann machen wir Höhe. All troops are under attack. So. Hä? Wollt ihr mich irgendwie verarschen? Warum greift ihr jetzt nicht zusammen an? Was ist mit euch? So, ich brauche jetzt aber noch ein Haus.
Haben mich gefressen? Warte, bin ich doof? Ne, alles gut. Wir haben genug gefressen. Ist ja alles voll. Also wir müssen nur noch das hier zu bauen. Das habe ich hier ein bisschen komisch gebaut, aber ist egal. So. Habt ihr das jetzt endlich mal? Okay. Sehr schön. Was ist das? Oh, leicht zu begraben, 10 Stück. Ja, das heißt, ich würde jetzt auch mal einen Friedhof bauen wollen. Beziehungsweise erst ein Totengräberhaus. Und ein Friedhof gleich daneben. So, ich würde jetzt aber nicht damit aufhören, sondern... Gehst jetzt mal bitte auf den Turm. Wir bauen jetzt noch mehr... Haben wir immer noch nicht genug? Doch, haben wir. Wir können auch das Rathaus bald erweitern. Wir müssten jetzt nur gucken, wie wir das mit dem... mit den Arbeitern hier machen. Wer und wo? Kommen die denn bitte her? Von hier unten oder was? Anscheinend, ja. Ich würde sagen... Obwohl, das eigentlich... brauche ich nur Bogenschützen. Vielleicht noch... So. Komm mit. Oh mein Gott, was, haben die jetzt echt einen scheiß Kornspeicher kaputt gemacht? Oh, ihr öden Wichser. Ihr öden, öden Wichser. So. Ja gut, dann gehen wir jetzt einfach in den Süden. Weil der nächste Angriff kommt wann? Tag 10. Das heißt, okay, nächster Tag. Ist? Wer denn bitte? Spannt euch mal. Achso, die brauchen größeren Radius hier schon wieder. Okay, so viele sind das jetzt nicht. Das könnt ihr auch alleine regeln, Kollegen. So, dann gehen wir jetzt mit der Truppe. Gehen wir mal die Lager hier kaputt machen. Arsch mich doch nicht, das ist ja, seid doch genug, oder nicht? Verstehe nicht, warum das so schwer ist, hier die Arbeiter auszuwählen. Oder ist das überhaupt möglich? Das ist irgendwie ganz komisch. So. Also hier oben ist anscheinend noch ein Lager. Oh mein Gott, das muss ich hier einfach zubauen. Damit ihr hier mir nicht auf den Sack gehen. Kommt einfach aus dem scheiß Dings raus. Oh fuck. Kommt einfach aus dem Wald raus. So, hier ist nämlich noch eine Hütte von den Wiegstern. Ja, ich meine, theoretisch kann ich diese Lager auch einfach kaputt machen, dann kommen die hier nicht von hier. Würde das auch kein Problem sein. Aber ich würde vor allem sagen, wir bräuchten einen Turm, der ungefähr hier irgendwo in der Mitte ist. Aber warte mal, wir haben auch größere Türme, ne? Ja, hier, wir haben hier so einen fetten Turm. Können wir aber gleich machen. Nicht jetzt. Haut mal rein jetzt. Habt ihr es jetzt endlich? Oh, da sind gar nicht mehr so viele. Ei. Wir sind wieder nicht zusammengekommen. Ich verstehe nicht, warum. Okay, die Attacke kommt in 1,50. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich... So. Mehr davon bauen und ich brauche mehr Bogenschützen auf jeden Fall. Und die schicken wir hier hin. Und wir können ja hier so einen nicht ganz so massiven Turm, aber größeren Turm bauen. Aber der lässt sich hier nicht reinbauen, ne? 9 Fernkampfeinheiten. Ein Schütze. Was ist der Unterschied zwischen dem Turm? Hä? Aber auch 9. Egal, brauche ich nicht den. Und der kann vor allem eine Kriegsmaschine aufnehmen. Das heißt, ich kann jetzt endlich mein Katapult. Aus dem Katapult was Sinnvolles machen. Warte mal, wo sind jetzt? Wo habe ich die jetzt hingeschickt? Gibt keinen Fisch mehr oder was? Keine Fische in der Nähe. Ja, bist du blind? Wie keine Fische in der Nähe? Mich verarschen? Keine Fische in der Nähe? Gebt hier gleich keine Fische in der Nähe. So, ich würde sagen, wir
bauen uns aber hier noch. Oh, scheiße. Nicht drei Hütten. Nee, das ist ein bisschen too much. So, und dann hauen wir jetzt. Wir haben hier noch irgendwas. Die Attacke kommt jetzt gleich. Wie viele sind das jetzt? Acht. Zerstört mal das Lager hier bitte. Wie? Wollt ihr mich verarschen? Wie? Es sind da keine Fische. Ich sehe da Fische in dem Scheißteich. Warum sind da keine Fische? Wollt ihr mich verarschen? Und die Kriegs... Also eigentlich hieß es, ich kann eine Kriegsmaschine da reinmachen. Aber anscheinend nicht. So, das haben wir gemacht. Dann gehen wir jetzt hier noch das Lager zerstören. Obwohl, wir nicht das Lager zerstören, sondern wir gehen hier mal helfen, weil irgendwie sind das ganz schön viele, muss ich sagen. So, machen wir die Tore auf. Achso, da sind ja noch Bogenschützen dabei, stimmt. Boah. Das hier kaputt gemacht, Junge. Hä? Mein Gott. Ich hab doch der Einheit den Befehl gegeben, oder? Scheiße. Nix gut, nix gut. Jawohl, die haben nur einen Turm zerstört, mir ist das ja nicht. Jetzt muss ich mich aber gleich um die Lager kümmern. Lager? Na ja, genau. Um die Milizenlager kümmern, sozusagen. Jetzt sagen wir, bauen hier einfach noch einen hin. Das ist ein bisschen einfacher. Wo seid ihr? 7 Stück. Okay. Und hier draußen. Sind das 5 und 2. Das können wir lassen. Was brauche ich denn noch? Ich bräuchte ein paar Bogenschützen halt. Können wir die eigentlich schon hier hinschicken und die Lager zumindest zerstören? Und das müsste ja dann der letzte Angriff sein. Töte alle Rebellen am Talsitz. Achso, ja genau. Das ist ja das Wichtige noch. Dass ich diese ganzen Lager zerstöre, bevor die nächste Attacke kommt. Verstehe nicht, wie ich die Einheiten... Ach, durch hier. Hier wähle ich die Einheiten aus. Abziehen. Hä? Achso. Muss ich einzeln auswählen? Nee. Hier. Abziehen. Ah, okay. So funktioniert das also. Gut zu wissen. Kann da jetzt die Kriegsmaschine drauf? Nee. Ich dachte schon. Ah doch, siehst du, die kann da drauf. Ah, die kann aber nur drauf. Also ich muss einen extra Turm bauen, um dann die Einheiten hier hochzuschicken. Aber endlich habe ich die scheiß Taste gefunden fürs Abziehen. Weil hier brauche ich die nicht. Schicken wir hier runter. Schicken einfach hier hoch. So, und wir machen dann mit den Lagern weiter. Warte mal, hier ist noch irgendein Lager. Wir bräuchten jetzt wieder ein paar Hütten. Ja, mein Rathaus werde ich jetzt in diesem Spiel nicht erweitern. Das macht nicht wirklich Sinn. Oh, ich brauche aber Fressen, merke ich gerade, weil ich habe ja keine... Der Kornspeicher ist voll. Wieso das? Komisch. Wo ist jetzt... Da. Was? Wo? Oh Mann, scheiße. Warte mal, das können wir hier mit den Kollegen lösen. Hoffentlich kriegen wir das jetzt noch hin. Das sind ganz schön... Naja, das sind so viele. Kommen die jetzt oder wo sind die? Mein Gott. Muss ich jetzt ein bisschen anders lösen. Kommt mal ran hier. Ich muss jetzt die hier hinschicken.
Aber soweit ich weiß, hab... Ach so, oh Mann, ich vergesse immer die fucking Fähigkeiten. Hier, ich hab doch übelst, ich hab 19 von diesen Seelenkristallen. Ich kann das die ganze Zeit eigentlich... Hä? Wo kommst du denn bitte her? Die ganzen Lager zerstört. So, repariert das mal bitte. So, wo habe ich jetzt noch keine Lager zerstört? Hier. Oder wo? Wo habe ich was übersehen, sagen wir es mal so. Man hat hier übrigens auch noch... also man hat einen extra Knopf für den Markt. Den habe ich ja noch nicht gebaut, Vollidiot. Wo ich die ganze Zeit zum Beispiel Stein hätte verkaufen können. Und man hat vor allem auch einen Forschungsknopf. Das heißt, ihr habt hier zusätzlich noch, könnt ihr, also ich glaube hier nicht, erst wenn ich dann in der Kampagne fortschreite oder sowas, oder? Warte mal, war das so? Ah, nee, doch, ich kann das auch schon hier machen. Dafür muss ich aber zum Beispiel verschiedene Rohstoffe ausgeben. Das heißt, hier muss ich Steine ausgeben, hier muss ich Holz ausgeben und hier zum Beispiel auch Holz. Das machen wir jetzt diesmal nicht, weil ich habe eh, glaube ich, schon gewonnen. Und da können wir halt verschiedene Sachen halt auswerten bzw. hochstufen. Das heißt, dass hier die Bauherren eine 10% Bewegungsgeschwindigkeit haben, also 10% größere Bewegungsgeschwindigkeit, oder die Bau- und Reparaturgeschwindigkeit kann sich erhöhen. Das heißt, ihr habt hier bei verschiedenen Häusern, also hier Kaserne, Rathaus 2, Universität und so weiter, könnt ihr verschiedene Sachen auswerten. Das heißt, wir können hier Mongo-Reflexe, warum nicht gleich Mongo-Reflexe, schalte die Passivfähigkeit Scharfschütze frei, ja, von mir aus. Machen wir jetzt so. Das heißt, ihr klickt das einmal an und dann geht ihr einfach aus dem Menü raus. Und dann seht ihr hier rechts unten am Bildschirm, da wo mein Pfeil ist. Wo mein Pfeil. wo mein Cursor ist, besser gesagt. Seht ihr das in 1 Minute und 20, das dann fertig ist. Also die Forschung fertig ist. Haben wir. Ne, wir haben genug Essen, das passt. Okay, also das mit den Fischerhütten wusste ich auch nicht. Das heißt. Irgendwann wird das sozusagen bei dem Teich an einem bestimmten Punkt aufgebraucht. Und dann seht ihr hier, hier ist der Fischschwarm. Hier sind noch 210. Hier sind noch 182. Und hier sind noch... Ja, was ist das? Eisenfelder. Gibt es eine Eisenquelle? Okay. Ja, auf jeden Fall müsst ihr halt darauf achten, wenn die Fischer auf einer Seite halt nicht mehr da sind, könnt ihr das Gebäude abreißen und dann auf der anderen Seite bauen, da wo halt noch Fische vorhanden sind. Das wusste ich vorher jetzt auch nicht. Ich dachte, es ist egal, an welche Seite ihr das baut. Ich gehe mal davon aus, dass es bei jedem Rohstoff so. Bei Stein weiß ich nicht. Ja, genau. Genau, bei Stein. Hier Stein vorkommen, könnt ihr einfach draufklicken. Dann wisst ihr, hier ist noch 156. Hier ist 300. Hier habe ich auch noch nicht abgebaut. 300. Und hier bin ich auch schon abbauen. Da habe ich 197. Ja, ja, zerstört erstmal die hier, die Kollegen. Oh, okay. Jetzt kommen nämlich von zwei Richtungen dann in 3 Minuten. Das heißt, wir bauen uns hier einen Turm. Und hier einen Turm. Ist. Und das hierzu. Ich gehe mal nicht davon aus, dass die hier weitergehen werden. Aber wir machen das trotzdem mal hier zu. So. Und falls was ist, können wir ja auch hier einfach eine Mauer hinbauen. Einzige, was mir so ein bisschen... Oh Gott. Sind jetzt irgendwie in unserem Dings gelandet. Ja. Das macht aber nichts. Wir machen hier einfach O. Und dann machen wir das nochmal. So, aber es sind noch übelst viele Lager anscheinend. Also ich hätte... ein bisschen aktiver sein müssen. Ich glaube, in der letzten Attacke werden die mich jetzt richtig kaputt machen. Kann man das so machen? Ja, das geht so. Okay, perfekt. Das heißt, hier ziehen wir die auch und machen die hier drauf. Bauen wir noch so viele Bogenschützen wie möglich. Denn die werden wir hier definitiv brauchen. Hier haben wir noch Bogenschützen. Das wo? Immer noch? Wo denn? Mein Gott. Ich kann mir doch nicht so krass auf den Sack gehen. So, ich würde sagen, in der 1 Minute können wir noch
Ja, das wird jetzt ein sehr, sehr heftiger Angriff und ich glaube, ich werde ihn auch verlieren. Weil so viele Einheiten habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gebaut. Aber werden wir jetzt gleich sehen, wie heftig jetzt der Angriff sein wird. Ich kann ja theoretisch noch hier beim Forschen... Ah, ich habe mich gekollt. Nice. 20% doppelten Schaden hinzufügen, habe ich jetzt aber erlernt. Mal gucken, ob mir das irgendwie hilft. So, wir könnten uns noch einen Turm bauen, würde ich sagen. Und dann schicken wir die Bogenschützen noch hier drauf. Also wir haben auch ziemlich viele Seelenkristalle, aber leider konnten wir hier... Bauen sich einfach ein... Ah, okay, ich hätte hier noch... Obelisk, warte mal, den Obelisk, der war hier. Nee, wo war denn der? Hier. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Ach so, okay, das schaltet nur Zauber frei. Ja, perfekt. Den hätte ich aber, warte mal. Hätte ich das früher gewusst? Weil dann kann ich diese ganzen Zauber, also ich brauche nur den einfachen. Ah nee, ich brauche hier massiven Obelisk und hier brauche ich großen Obelisk. Aber hier für diesen Astralstrahl brauche ich nur einfachen Obelisk. Das heißt. Das passt. So, nimm das mal. Der Angriff startet schon in 10 Sekunden. Das heißt, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier schon hingehen. Hier haben wir ja noch ein paar Einheiten gebaut. Das heißt, wie viel sind das jetzt? 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, egal, wir bauen alle. Wie viel haben wir hier? Naja, das sieht jetzt auch nicht so wild aus, ne? Aber die greifen ja eh schon an. Aber wir können ja das gleich mit dem Strahl machen. Wir können es ja ausprobieren zumindest. So, wir machen hier überall die Mauern zu. Hä? Oh, scheiße, die kommen ja auch von hier. Ach du Scheiße, die... Oh mein Gott, warum sind denn hier links oben noch welche? Oh mein Gott, ist das eine fette Welle. Okay, das ist ja ein geiler Blitz. Aber der kostet 5. Und die... Ach du Scheiße, ist das viel. Ich muss hier abziehen. Und hier drauf machen. Und ich muss... Wartet. Warte mal, habe ich noch... Nee, ich... Oh, fuck. Ich habe gar nicht mehr genug. Ah, die machen hier nichts. Warum machen die hier nichts? Zieht ab und kommt hierher. Und hier oben habe ich auch noch Probleme. Kommt her, bitte. Und kümmert euch darum, bitte. Danke. Und ihr kümmert... Ihr helft hier auch, bitte. Mein Gott. Haut mal rein jetzt. Ja, das müsste ich aber eigentlich schaffen. Müsste ich eigentlich schaffen. Ja, das sind ja nicht mehr viele. Hier sind noch welche. Und hier sind das auch nicht mehr so viele. Ja gut, und ich habe hier noch ein paar Einheiten. Alter, ich dachte, ich verliere das echt noch. Das war natürlich alles andere als optimal gespielt. Aber ich bin in Strategiespielen auch der komplette Vollnoob. Anders kann ich es nicht sagen. Aber hey, wenigstens habe ich die erste Mission geschafft und das auf der mittleren Schwierigkeitsstufe und nicht der einfachsten. Muss man dazu sagen. 1279 Feinde getötet. Nice. Ja gut, das überspringen wir, weil die zweite Mission werden wir jetzt definitiv nicht in diesem Video spielen. Ich wollte eigentlich ein 20-Minuten-Video machen, aber ich habe ja nicht gedacht, dass die Missionen so lange dauern. Und ja, was soll ich großartig sagen? Wir haben jetzt das Spiel bis jetzt nur angespielt, das ist jetzt nur der erste Eindruck. Mir gefällt auf jeden Fall, dass die sehr viele Sachen aus Stronghold in dem Sinne kopiert haben. Also wirklich gefühlt 1:1, also dass du hier ein Lager hast und alles. Und vor allem, dass das, also sogar, es nennt sich halt auch gleich, also Kornspeicher, Lager,
die Holzhütten halt, die sehen, es sieht halt alles in dem Sinne gleich aus und nennt sich auch gleich, bloß dass die halt im Polygonstil sind. Also wie ich schon gesagt habe, es fühlt sich halt wie ein Indie-Stronghold an. Und das ist natürlich das größte Kompliment, was man einem Indie-Entwickler eigentlich geben kann. Denn die Stronghold-Spiele, vor allem die alten, sind halt fantastisch. Also vor allem Stronghold und Stronghold Crusader. Da habe ich die Kampagnen früher halt auch als Kind sehr, sehr gerne gemocht. Nicht, dass ich darin gut war, aber das hat man jetzt auch hier gesehen, dass ich ziemlich scheiße in solchen Spielen bin. Gut, das war's trotzdem von mir. Ich danke fürs Zuschauen, hoffentlich hat es Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal mit einem weiteren Video reingehauen.